und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16. Wir haben beim letzten Mal unser treues Reittier Ambrosia zurückgewonnen. Jetzt sind wir wieder im Versteck zurück und wollen mit Gav den neuesten, die neuesten Neuigkeiten austauschen. Auf geht's. Gav sollte eigentlich schon zurück sein. Ja, ja, habt ihr ja gesagt. Wo ist er denn? In Rosaria soll irgendwas... Gibt's hier eigentlich viel Neues oder gibt's schon das ein oder andere Neues? Das können wir uns dann auch nochmal angucken. Aber nicht beim Schmied oder so. Im Rosenbeet liegt Rußigtau. Sein Vaterland ist ihm geraubt. Nun streift er durch ein Schattenreich. Ein Scherbenstück der Blütezeit. Okay, alles gut. Gav! Ah, Gav! Hab ich dein Lächeln vermisst. Was hast du erfahren? Wie, nicht mal ein nettes Wörtchen für deinen Gav? Mittlerweile solltest du ihn kennen, raue Schale, weicher Kern. Nun setz dich, du Esel. Also, das Kaiserreich ist doch nach dem Erlöschen von Drachenkopf sofort im Dominium eingefallen. Und alle anderen Länder haben sich in den Arsch gebissen, weil sie nicht zuerst auf die Idee gekommen sind. Ein halbes Jahrhundert Unabhängigkeit und dieser Verrückte schnippt einmal mit den Fingern. Bei der Menge an Kristallen und Land ist wohl selbst seiner Heiligkeit das Wasser im Mund zusammengelaufen. Jedenfalls hat die Republik endlich beschlossen, selbst aktiv zu werden und unter dem Vorwand der Befreiung San Breck den Krieg erklärt. Jetzt belagern sie das Kristalldominium, um die Kaiserlichen auszuhungern und zur Kapitulation zu zwingen. Und nun schauen alle auf die Straße von Uta. Die einen kämpfen bis aufs Messer, während die anderen es wetzen, um den geschwächten Sieger zu stürzen. Niemand wird uns kommen sehen. Wir nehmen uns die Mutterkristalle vor. Tja. Zwei sich Vier streiten. Mutterkristalle sind noch übrig. Drachenhauch auf Eisenholm. Drachenfang in Dalmekia. Drachengrat in Valut. Und Drachenschweif hier im Kristalldominium. Der Großteil der dalmekischen Armee wird schon nach Dichasia marschiert sein. Das heißt, wir knüpfen uns Drachenfang vor. Genau damit wird Hugo Kupka rechnen. Wenn uns die letzten 5 Jahre etwas gelehrt haben, dann, dass er gerne Fallen stellt. An einem Ort jedoch wird uns absolut niemand erwarten. Drachenhauch. Dazu müssten wir aber übers Meer und ich war nie ein besonders guter Schwimmer. Ich kenne jemanden in Port Isolde, der uns helfen könnte. Und das wäre? Mein Onkel. Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield, der 7 hohen Häuser? Der stinkreiche Kaufmann mit den zig Besitzungen? Moment. Rossfield. Du bist ein Rossfield, natürlich. Nein! Du Blitzmerker. Sein Name hat ihm sicher Türen geöffnet, doch sein Scharfsinn verhalf ihn zum Reichtum. Und zu einer ansehnlichen Flotte. Das klingt nach einem Plan. Worauf warten wir denn noch, ne? Hm? Ottos Theke freigeschaltet.
Neue Einrichtungen. Folgende Einrichtungen sind jetzt im Versteck verfügbar. Die Kunde aus den Landen. Okay, zum stillen Stifter das Jagdbrett. Alle drei befinden sich in der Nähe von Otto in der Messe. Gut, gucken wir erstmal, was wir hier Neues haben. In der Tat, worauf warten wir? Moment. Auweia. Hoffentlich haben diese Männer Martha nicht wehgetan. Doch schon irgendwie. Meinst du, den können wir streicheln? Ich weiß nicht. Versuch du es zuerst. Nein, wie süß. Wie süß. Jetzt hier. Achso, ja, gut. Das ignorieren wir einfach weiterhin. Was haben wir hier? Die Post. Und die Wand der Erinnerung. Ah ja, ja gut. Gucken wir mal. So, da müsste jetzt der Sattel von Ambrosia jetzt dabei sein, oder nicht? Ambrosias Sattelzeug und der Schwur. Das war's. Ein Sattel in Zaunzeug angefertigt für Ambrosia. Ja gut, den Text kennen wir auch schon. Jetzt haben wir hier Ambrosias Zaunzeug. So, wo ist die Post? Was uns Schokobo heißt. Es tut mir leid, dass ich dir immer wieder diese albernen kleinen Briefchen schreibe. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um persönlich miteinander zu sprechen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir für jeden Tag, den wir zusammen verbringen, zwei weitere getrennt voneinander ertragen müssen. Ich war so froh, als ich von deinem unerwarteten Wiedersehen mit Ambrosia oder doch Weißherz gehört habe. Hat sie nicht mitgekämpft? Du hast mir einmal erzählt, wie sie sich in jener Nacht am Phönixtor geopfert hat, um dich zu beschützen. Und so viele Jahre später finden wir heraus, dass sie ihr ganzes Leben lang nicht aufgehört hat, andere zu verteidigen. Manche Dinge ändern sich eben nie, oder Clive? Spiel der Republik. Rückt und so Wache, freue mich, werde ins große Gange. Ja gut, das wussten wir schon. Okay. Es ist so groß hier, das Versteck, das Neue. Da verlaufe ich mich ja. Richtige Richtung? Ja, passt. In Rosaria soll irgendwas passiert sein. Oh nein. Ha, der Besen ist genau. Also geht es Martha gut? Ja. Aber Nektar. Clive, da bist du ja, Kubo. Ich wollte dich schon suchen gehen. Darum geht's, Nektar. Darum geht's, Kubo. Das Jagdbrett? Hier schlagen die Fluchbrecher Aushänge an, wenn sie besonders gefährlichen Kreaturen begegnen, die sie vom Erfüllen ihrer Missionen abhalten. Schließlich lässt sich mit der richtigen Planung jede Gefahr anpacken. Wolltest du das wissen? Das wusste ich alles schon, Kubo. Nektar der Fruchtlose. Verstehe. Du hast schon recht. Nektar der... Furchtlose. Die Menschen in Ballistea haben mehr als genug Sorgen. Die Fäule, der Krieg. Das Letzte, das sie brauchen, sind wilde Bestien, die ihnen das ohnehin schon schwere Leben zur Hölle machen. Wenn die Fluchbrecher also keine Zeit haben, sich ihrer anzunehmen, dann werde ich es tun. Oder zumindest werde ich es versuchen. Jagdbrett. Berichte über schreckliche Bestien, die die Gegend unsicher machen, werden am Jagdbrett ausgehängt. In der Hoffnung, dass sich furchtlose Helden wie Clive der Sache annehmen und diese berüchtigten Gefahren im Chaos machen. Bilde ich mir das ein oder werden die Texte immer kleiner? Ich kann es echt nicht größer machen. Ach du Schande, das kann doch kein Mensch lesen. Zumindest ich nicht hier so aus der Ferne. Und ich habe schon Kontaktlinsen drin. Ha. Hm.
Naja, das lassen wir mal so ein bisschen links liegen, würde ich sagen. So, Desiree, was ist das hier? Hallo, Clive. Willkommen beim Stillen Stifter. Dem Stillen Stifter? Heißt das, es kümmert sich jetzt jemand anderes um die Spenden unserer Freunde? Oh nein, das mache immer noch ich. Ich dachte nur, Charon hat ihr Bütchen, Schledern seinen Amboss. Da wollte ich auch gern einen netten Namen. Ich führe weiterhin Buch über jedes Geschenk, das im Versteck eintrifft. Außerdem sorge ich dafür, dass du alles erhältst, was an dich persönlich adressiert ist. Möchtest du nachsehen, ob gerade etwas auf dich wartet? Zum Stillen Stifter. Kommst du, um den Lohn für deine Mühen einzufordern? Zum Stillen Stifter. Für das Abschließen von Nebenaufgaben erlangt Clive Ruhm, was anonyme Gönner aus aller Welt dazu inspiriert, ihm Geld oder Gegenstände zur Unterstützung seiner Sache zukommen zu lassen. Ruhm. Ist das Gelbe oder ist es das Grüne? Ich glaube, das ist das Grüne, ne? Sprich mit Desiree beim Stillen Stifter in der Messe des Verstecks, um Spenden anzunehmen und zu erfahren, wie viel Ruhm du gesammelt hast. Ah, das ist Ruhm, das Grüne. Aha, okay. Okay. Okay, für 15 Ruhm kriege ich eure fröhliche Runde geächteter und ihr tollkühnes Treiben ist bei den Damen des Hofes in aller Munde. Gemeinsam haben wir einige Dinge von Wert zusammengetragen, auf das ihr auch zukünftig euer edelmütiges Tun fortsetzen möget. Nur für dich. Okay. Dankeschön. Fertigkeitenpunkte meint. So, Respekt. Den Mitgliedern unserer Kompanie geht Ehre über alles. Sie gebietet es uns, unseren Dank auszusprechen, wann immer es angebracht ist. Wir mögen Martha dieses Mal enttäuscht haben, aber noch einmal wird uns dies nicht passieren. Die Blutbeile. Bitteschön. Damit wissen wir auch, was ist das Grüne und was kriegen wir hier. Diese Spende wird verfügbar sein, sobald dein Ruhm einen Wert von 85 erreicht. Das dauert noch ein bisschen. Okay. Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr. Gaultier. Wie geht's, wie steht's? Kunde aus dem Land. Ist was Landen. Für dich dabei? Nee. Immer was zu tun. Leider nicht. Nix dabei, mein Lieber. Was führt dich zu mir? Die Lage Valisteas. Erlaube mir, dich aufzuklären. Verstanden. Ein umfassendes Schaubild der Charaktere und ihrer Beziehung, eine Überlegung der aktuellen Situation. Es ist wichtig, seinen Platz in der Welt genau zu kennen. Hier kannst du dir einen Überblick über die aktuellen und vergangenen Ereignisse der Geschichte verschaffen. Im Verlauf von Clives Abenteuer wird dieser fortwährend aktualisiert. Hatten wir nicht die Erklärung schon mal? Kannst du dich auf der Zeitleiste zwischen wichtigen Ereignissen bewegen? Okay. Okay, das ist jetzt alles das, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Ja. Der geköpfte Drache. Das Dominion. Ja. Marthas Rast, da waren wir jetzt. Der Schwarzschilde. Die Gräuel der Schwarzschilde, okay. Die sind in die Richtung und wir wollen jetzt nach Port Isolde. Gut. So, puh. Puh. Ich bin ja schon meine Fraktion jetzt schon ziemlich durcheinander. So, jetzt müssen wir die Früchte ihrer Arbeit. Müssen wir nicht, aber würde ich jetzt tun. Müssen wir nur ziemlich weit laufen. Kann ich meinen Chocobo wieder haben? Kann ich den hier fahren? Leider nicht. Schade. Wäre zu schön gewesen. Dann halt nicht. Wie kommen wir denn da hin? Hier irgendwo rechts? Meinst du, den können wir streicheln? Meinst du, den können wir streicheln? Nein, der ist bissig. Der frühstückt euch weg mit einem Haps. In Schleder und Schmiede riecht es heute wieder wie... Weggesnackt. Nein. Der unten lang.
Hier ist es wenigstens ein bisschen freundlicher, sonst ist es überall so düster. Die Bäume, die konnten sie retten oder wie? Naja, jedenfalls pflanzen sie wieder welche an hier. Nicht mehr lange, Martell. Bald werden sie deine Äpfel probieren. Sid, ich hatte gehofft, dich zu sprechen. Alles in Ordnung? Ja, es ist nur, nun, wie du weißt, versuchen wir, hier unten Obst anzupflanzen. Schön, dass uns das aus dem alten Versteck geblieben ist. Okay. Martells ganzer Stolz. Es war nur ein Sprössling, den sie aus den Trümmern gerettet hatte. Doch nun sieh ihn dir an. Ihre Arbeit zahlt sich endlich aus. Ich habe mich drum gekümmert, nachdem sie, naja, gestorben war. Und jetzt sind die Früchte endlich reif. Und nicht nur das, sie sind richtig lecker. Süß, wie sie jeder mag. Martell hat das Bittere rausgezüchtet. Beeindruckend. Die Neuigkeit wird sicher viele hier freuen. Ich finde, die erste Ernte sollten die Fluchbrecher bekommen. Für alles, was sie fürs Versteck tun. Kannst du ihnen bitte welche bringen? Ist am besten, wenn du das machst. Ja, warum nicht? Es wäre schön, noch mal gute Nachrichten zu überbringen. Ah, vielen Dank. Die Fluchbrecher lagen ihr immer besonders am Herzen. Sobald sie versorgt sind, soll jeder ein Bissen abbekommen. Bitteschön. Die Sorte soll Martell heißen, damit wir sie nie vergessen. Hast du gehört, Martell? Heute ist es endlich soweit. Na dann verteilen wir mal Äpfel. Wohin auch immer. Will mein Chocobo. Dann geht's schneller. Ach, da fällt mir auf, der Chocobo-Questmarker war auch ein anderer. Das war ja so ein Pluszeichen. Das war ein. Ja, da können wir auch lang. Das war kein Ausrufezeichen, ne? Das war eine Nebenquest plus. Stimmt es, dass Sid dieses Versteck gebaut hat? Natürlich. Was denkst du denn? Es ist aber auch riesig hier. Keine Abkürzung, keine Paraglider, kein Parasegel, nichts. Ihr zwei seht aus, als hättet ihr Hunger. Hier, mit besten Grüßen von Martell. Martell, den Namen kenne ich doch irgendwoher. Das war doch die Gärtnerin. Verflixt, du hast recht. Etwas seltsam war sie. Vernarrt in ihre Pflanzen. Ja, und tapfer war sie auch. Sie ist doch wegen der Pflanzen zurück ins Versteck gelaufen, als Titan angegriffen hat. Moment. Sind das etwa Äpfel von den Pflanzen? Das gibt's ja nicht. Sie wäre stolz darauf und das zu Recht. Danke, Sid. Nächster. Ein Geschenk aus dem Garten. Für dich. Das ist ja quasi jetzt eine Folgequest, ne? Hatte ich ja schon mal gesagt, dass die teilweise aufeinander aufbauen. Also ja, es lohnt sich dann doch irgendwie. Mensch, da kommen Erinnerungen hoch. Ich habe keinen Apfel mehr gesehen seit... Nur der alte Sid hat die sauren Dinger vertragen. Er hat sie direkt vom Baum gepflückt. Zum Ärger von Martell. Aber wer konnte schon lange wütend auf ihn sein? Klingt nach dem Sid, den ich kannte. Ihr hattet wohl vor, die alle für euch zu behalten, was? Nein! Moment. Sind das etwa Martells? Ich bin froh, dass jemand ihre Arbeit weiterführt. Es war sicher nicht einfach für sie im Totenland.
Martell wäre sicher glücklich zu wissen, dass ihre Arbeit Früchte trägt. Clive, sag unten im Garten Bescheid, dass sie mir auch welche bringen sollen. Ja, aber nur begrenzte Ressourcen. Nun, ich habe gute Manieren. Danke, Sid. Du kannst den Korb hier lassen. Ich gebe den anderen was ab. Oh, und richte dem Gärtner Grüße aus, ja? Okay. Die Äpfel werden verteilt. Ich sollte zurückgehen und im Garten die Grüße ausrichten. Nicht denn jetzt? Ist eh nicht in die Ferne. Hä? Kann ich nicht hier... Hä? Ich müsste doch... Also geht es Martha gut? Ja gut, wenn ich richtig laufe, dann kann ich auch. Ja. Vergesst es, was ich hier sage. Ja, okay, das passt. So. Passt, passt. Es ist aber auch riesig. So ein kleines bisschen kleiner machen können. Oder einen Teleport noch irgendwo hinsetzen. Das sind schon ganz schöne Wege. Stimmt es? Da komme ich nicht runter. Mann, oh! Bin ich überhaupt richtig? Ja, doch. Müsste passen. Die Fluchbrecher senden ihren Dank. Und ihre Grüße. Sie hatten nur Gutes über Martell zu sagen. Sie erinnern sich an sie? Nach all den Jahren? Aber ist wohl kein Wunder, so nett wie sie war. Sogar zu einem stammelnden Tolpatsch wie mir. Du wirst vermisst, Martell. Warum musstest du nur sterben? Sucht man sich das nicht aus? Sogar sie hat für ihre Arbeit gelebt. Sie wollte nicht aufgeben, ehe wir süße Früchte genießen können. Und das tun wir nun. Als sie gestorben ist, habe ich einen Setzling nach ihr benannt. Nun ist er ein prächtiger Baum. Martell lebt weiter. Durch ihre Früchte. Und durch dich. Auch ihr Traum wäre gestorben, wenn du nicht gewesen wärst. Darauf kannst du stolz sein. Ich, hab nicht wirklich viel getan, aber danke schön. So viel Nettigkeit habe ich nicht verdient. Übrigens, Otto hätte gern ein paar Äpfel. Und ich wäre auch nicht abgeneigt, falls das nicht zu viel verlangt ist. Natürlich nicht. Ich sorge dafür, dass ihr beide genug bekommt. Sie mögen dein Obst, Martell. Ist das nicht wundervoll? Es ist an der Zeit, dass wir dir ein paar Geschwister einpflanzen. Wie süß. Und es gibt Ruhm dafür. Und Martells Äpfel. Kann in Clives Zimmer betrachtet werden. Ach, guckt mal. Nice. Schön. So, dann wollen wir noch mal schnell Richtung Felsfalkenschrei weiter. Würde ich sagen. Ne? Ah, von hier kann man auch die Weltkarte öffnen sich gerade. Okay. Sonst darf ich gerade nirgendwo hin. Okay. Na dann nehmen wir uns doch mal den nächsten Mutterkristall vor. Zumindest für die nächsten 5 Minuten noch. Hätten wir Gav nicht mitnehmen sollen? Er war so motiviert. Wir brauchen seine feine Nase in Dalmekia. Nicht, dass uns Kupka überrascht. Für sowas ist Gav eben unser Mann. Ja, das ist er. Wie Sid schon gesagt hat, falls was schief geht, haben wir noch unsere Esper. Insbesondere, falls wir wieder die Chance nutzen müssen, um über uns hinauszuwachsen.
Ich wusste immer, dass ich zurückkehren würde. Zurück nach Eisenholm. Wozu? Deine Vergangenheit. Du hast es geschafft, mit ihr abzuschließen. Um dich auf deinem Weg begleiten zu können, muss ich das auch. Wir stellen uns eher zusammen. Bis zum Ende. Gehen wir. Wie weit mag der Einfluss deiner Mutter reichen? Ob es im Süden genauso schrecklich zugeht wie an Marthas Rast? Sehr wahrscheinlich. Wir sollten uns beeilen. Auf dem Weg nach Port Isolde liegen viele Siedlungen. Wir klappern sie einzeln ab und hören uns um. Angefangen bei Amber. Okay. Ach, guck mal, sie hat auch einen Schokobo jetzt. Cool. Ach, guckt mal, es geht ja wieder Blitz. Herrlich. Vor allem ist alles voll mit anderen Schokobos. Zeit zu kämpfen. Sei vorsichtig. Hin und wieder muss man ja noch was erleben hier. Bist du? Oh, hätte ich dich gar nicht angreifen müssen? Ich glaube, du warst noch nicht im Kampf. Aua! Immerhin Stufen auf. Hat sich doch gelohnt. So. Tschu-tschu. Und los. Puh, schneller. Oh. Springen kann er auch. Spaßig. Das Gesetz mit den Füßen. Unter Lord Erwin hätte es sowas nicht gegeben. Sei still! Willst du uns alle umbringen? Tja, sieh mal. Rosaria wird von widerwärtigem Ungeziefer verdreckt. Und damit es einen neuen Morgen erleben kann, muss es gesäubert werden. Es wäre ein Jammer, wenn der Ungehorsam weniger uns dazu zwingen würde, an euch allen ein Exempel zu statuieren.
Oh, natürlich, mein Herr. Wir stehen voll und ganz hinter euch. Was haben die Schwarzschilde in so einem kleinen Dorf verloren? Wo sollten sich ihr Träger verstecken? Vielleicht suchen sie jemand anders. Wenn sie das nächste Mal kommen, sei einfach still oder legst du es auf ein Galgentänzchen an? Naja. Schon gut. Ich hab... Naja, ich wollte noch mal kurz, bevor wir zum Ende kommen, meine Fertigkeiten angucken, weil wir haben ja noch ordentlich Fertigkeitspunkte. So, ich will nämlich noch ein bisschen gucken. Das ist eine schöne Fähigkeit. Ich habe ein bisschen noch gelesen zu den Sternchen da. Da habe ich auch nie wirklich drauf geachtet, aber es gibt ja welche mit Schwert und da einige mit diesen Sternchen. Das eine ist, wie viel Schaden und das andere ist, wie viel, wie nennt man's? Motivation? Nee. Egal, das hat die gelbe Leiste. Man muss natürlich auch hier, guck mal, das nimmt ganz viel von der Motivation, macht aber weniger Schaden. Fatale Umarmung. Orkanrad, genau, die machen eher so... Feuerschwall Phönix. Die Lebensflamme, die macht alles. So, ich sehe aber trotzdem nicht, was das Verbessern bringt. Aber wir können ja mal was verbessern, ne? Hier, nee, das können wir noch nicht verbessern. Oder hier einfach mal. Den Trampler. Irrlich. Beschwöre mir eine schöne Feuerbälle. Achso, das war von Ifrit, ne? Ich denke, das passt erstmal so, wie ich es habe. Vielleicht aber doch mal das ein oder andere verstärken. Das habe ich wieder mal nicht verwendet. Schon wieder ganz vergessen, dass es das gibt. Aber was verbessern wir denn jetzt? Vielleicht hier so die Standardattacken. Das schadet ja überhaupt nicht, die mal zu machen, wirklich. So, das macht gar nichts. Ja gut, weil es nur die Leute herzieht. So, jetzt haben wir das gemeistert. Jetzt haben wir noch 200. Nehmen wir das dann. Zack. So, dann haben wir hier den ganzen Kreis schon mal fertig. Schön. Okay, aber sonst ist da nicht viel. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, es reicht für heute und beim nächsten Mal hören wir uns hier im Dorf um und gucken mal, was hier so los ist, ne? Wir sind dann wieder dabei und wir sehen uns. Ciao, ciao, meine Lieben. Bis dann.